Kommt heute die Frau Merkel von Kräuter. Ja. Und wir sind gegen die. Was wir Bürger sagen, wir haben mehr zu sagen als wie sie. Sie bringt ja die ganzen Ausländer hier rein. Sie ist Bundeskanzlerin. Muss man die nicht einigermaßen mit Respekt zumindest machen? Nee, gar nicht. Bei die nicht. Ja, das ist das Grundgesetz. Das ist unsere gemeinsame Sprache. Das ist unsere. Warum rufen Sie hier ab? Hau ab, du verlogenes Dreckschwein. Darum geht es um Sie. Meinen Sie mich oder Frau Merkel? Euch alle. Ihr hängt alle im Topf drin. Hau ab. Merkel ist die schlechteste Kanzlerin, die Deutschland je hatte. Merkel hat ihren Amtseid mehrfach gebrochen. Merkel gehört, wie Björn Höcke es gesagt hat, in einer Zwangsjacke aus dem Kanzleramt geführt. Was kritisieren Sie an Frau Merkel? Hau ab! Hau ab! Ja, aber warum genau soll sie denn nun eigentlich gehen? Weil wir Bürgers mehr Ahnung am Haben tun als für Sie. Wir wissen wenigstens, dass die Ausländer ins Ausland gehören. Und nicht hier bei uns ins Insland, sonst wären sie ja Insländers. Aber nee, das kapiert die ja nicht. Die soll abhauen, die dumme Kuh! Merkel, die ist die schlechteste und auch die einzigste Kanzlerin, die wir je hatten. Sie hat ihren Amtseid 1000 Millionen Mal gebrochen und uns alle verraten und verkauft. Sie gehört, so wie von Bernd Höcke gefordert, geteert und gefedert und auf einem blinden Esel nackt und gefesselt aus Deutschland getrieben. So. Die soll sich verpitzen, die alte Schlampe. Ganz genau, ganz genau. Die soll mit ihrer ganzen Ausländer zurück nach Negerhausen, wo die hingehören. Die fressen uns doch alles weg, diese Braunhäute. Ich bin ja nur noch Aber worüber beschweren Sie sich eigentlich genau? Hier in Sachsen-Anhalt ist der Ausländeranteil gerade mal bei 4%. Und Sie alle bekommen Hartz IV und Stütze vom Staat. Es gibt genug für alle. Da kann man doch auch mal anderen helfen, denen es noch schlechter geht. Halt's mal oder hau ab! Du verdrecktes Lügenschwein! Du bist doch auch nur so einer von denen da, dem sein Hintern im Topf drin, echt du! Merkel ist die dickste Kanzlerin, die Deutschland je hatte! Wir haben zwar alle Hartz IV, also chronisch zum Teil, aber ohne die ganzen Ausländer hätten wir vielleicht sogar schon Hartz V oder Hartz VI. Merkel hat den Eid geschworen, nur uns Deutschen Geld für nichts zu geben. Anderen helfen ist Landesverrat. Dafür wird man erst aufgehängt, dann erschossen und dann lebenslänglich. So. Nein, ich habe die Akte derzeit nicht zur Hand. Rufen Sie doch bitte meine Sekretärin an. Ja, ich bin gerade auf einer Demonstration. Ja, danke schön, danke. Haut ab, ihr Scheißchen alle! Die muss weg, diese Merkel-Frau! Was die diese Ausländer alles in den Hintern schieben! Da ist bei mir noch so viel Platz drin. Erst wenn alle deutschen Ärsche so voll sind, dass wir nicht mehr stehen können, dann kommen die anderen. Aber auch noch lange nicht. Wie soll man daran denken, was wir schon alles geleistet haben, mehr als wo wie die? Gar nichts hab ich geleistet. Hab ich auch keinen Bock drauf, du Arschloch. Aber dein Geld will ich trotzdem, du Dreckschwein. Haut ab, alle! Aber die Ausländer gehören zusammen mit der Merkel in Zwangsjacken und ohne Hosen aus Deutschland gejagt. Wir sind nur noch vernünftige, intelligente Menschen, so wie wir über sind. So wie wir, ganz genau, ganz genau. Und dann werde ich die neue Kanzlerin, weil ich klüger am Teil bin als wie Sie und all die anderen hier. Du bist die neue Kanzlerin? Ja. Dann hau ab, du dumme Sau! Und mit diesen besinnlichen Worten der Liebe und der Vernunft, liebe Zuschauer, ist unser kleiner Jahresrückblick auf 12 Monate medialen Irrsinn auch leider schon wieder vorbei. Die Verrückte da drüben, oder was? Die soll das übergeben, mehr Geld geben! Für die Kinder und das alles! Mehr Essen und das alles! Wir sind Hartz IV-Empfänger! Die liegt da nur noch rum! Alles! Ja. Das ist die deutsche Kanzlerin! Das ist eine gute Uwe! Und jetzt ab los!